Hallo Kackbratzen. Endlich gibt es mit Until Dawn auf der PS5 mal wieder ein Remaster, nachdem kein Hahn gekräht hat. Aber trotzdem sind wir herzlich dazu eingeladen, unser gesamtes Monatsmilchgeld für ein neues Spiel in unserer Sammlung auszugeben. Anstatt der sehr angestaubten Decima Engine, die auch schon das letzte Killzone angetrieben hat, hat man ganz tief in den Unterbau nun die unglaublich tolle Unreal 5 Engine geschoben, was uns nicht nur mehr Details spendiert, sondern auch eigentlich ganz hübsche Lichteffekte. Aber so toll auch vielleicht die neue Grafik sein mag, die übrigens auch schon für die PS5 Pro optimiert wurde und man somit nicht nochmal nach einem weiteren Jahr ein neues Remaster kaufen muss, so gibt es auch ein paar Probleme. Es fühlt sich teilweise alles sehr träge an, die Charaktere können auf Knopfdruck in den normalen Erkundungsphasen nicht mehr schneller laufen und auch die Kamera wurde größtenteils abgeändert. Das leicht besoffene Feeling der Steuerung ist jetzt wirklich nicht unbedingt von Vorteil für ein Horrorspiel. Zumindest hat man ein paar Schauplätze hinzugefügt und dem Spiel auch einen neuen Epilog spendiert, der ganz vielleicht auf einen Nachfolger hindeutet. Wer wirklich Until Dawn spielen möchte, der sollte auf dieses eher madige PS5 Remaster einen schönen Haufen setzen und sich die alte PS4 Version besorgen. Die Grafik ist zwar vielleicht nicht ganz so hui wie in der Neufassung, aber das Spiel lässt sich wenigstens so spielen, wie es sich gehört. Und eigentlich wollte ich heute auch nicht darüber sprechen, wie schlecht das Remake ist, noch wollte ich die PS4 Version über den Klee loben. Wusstet ihr eigentlich, dass schon die PS4-Version schon ein Remake war? In here. It's too dark. What? Until Dawn hatte eine mehr als schwere Geburt und alles begann schon im Jahr 2008, als Sony London einen neuen Top-Titel für die PS3 und den Fuchtel-Controller PlayStation Move entwickeln sollte. Aber wie immer alles der Reihe nach. Until Dawn ist ein interaktives Horrorspiel, das in einer abgelegenen Berghütte in den Blackwood Mountains spielt. Die Geschichte beginnt damit, dass eine Gruppe von Teenagern ein paar entspannte Tage in der Berghütte verbringen wollten. Wie immer mit sehr viel Party, vermutlich auch Alkohol und den üblichen Teenagerstreichen, bei dem leider ein Mädchen namens Hannah aufgrund eines tragischen Unglücks ums Leben kam. Auch ihre Schwester Beth, die sich gleich nach dem Streich auf die Suche nach Hannah machte, kam nie wieder zur Berghütte zurück. Die Leichen der beiden Mädchen waren für immer spurlos verschwunden. Ein Jahr später wollten sich nun die restlichen Freunde abermals in der Berghütte treffen, um den Jahrestag des tragischen Unglücks gemeinsam zu verbringen. Doch die Dinge nehmen schnell eine unheimliche Wendung, als sie von einem unbekannten Mörder verfolgt werden und im Laufe der Handlung spitzt sich die Lage sogar noch zu. Denn die Teenager kommen einer fürchterlichen Vergangenheit eines alten Sanatoriums auf die Spur, samt einigen übernatürlichen Monstern. Das Spiel dreht sich um die Entscheidungen, die der Spieler trifft, die wiederum den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Jede Handlung kann über Leben und Tod der Charaktere entscheiden, und das Spiel nutzt den sogenannten Schmetterlingseffekt, bei dem selbst kleine Entscheidungen große Konsequenzen haben können. Boom. Butterfly Effect. Am Ende hängt das Überleben der Charaktere allein von den getroffenen Entscheidungen ab. Soweit der sehr knappe Überblick über das Spiel. Please don't hurt me. Wie erwähnt geht die Geschichte der Entwicklung von Until Dawn bis ins Jahr 2008 zurück. Der Wackel-Controller PlayStation Move wurde bislang noch nicht öffentlich angekündigt, denn offensichtlich benötigte man ein paar richtig gute Spiele, um die Fans zum Kauf überreden zu können. Man wollte ja auch aufzeigen, warum der PlayStation Move-Controller um einiges besser ist als die Steuerung der Nintendo Wii. Im Gegensatz zum Nintendo-System benutzte Sony keine 300 Jahre alte Infrarot-Technologie. Die Bewegungen des leuchtenden Fuchtel-Dildo wurde stattdessen mit der PlayStation-Eye-Kamera registriert, was insgesamt beeindruckend gute Ergebnisse erzielte. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bereits vor dem Release schon diesen putzigen Controller zu Hause hatte und das Marketinggeschwurbel mir damals in mein seichtes Gehirn eingehämmert wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls beauftragte Sony im Jahr 2008 ihr eigenes Entwicklerstudio Sony London mit der Entwicklung eines brandneuen Titels für die neuartige Bewegungssteuerung. Im Team der Entwickler waren einige Leute, die schon an The Getaway oder auch 8 Days arbeiteten, also konnte eigentlich nicht viel schieflaufen. Sie schufen eine Version von Until Dawn, die sich im Grunde auch nicht allzu sehr von der Version unterschieden hat, die wir auch heute noch spielen. Der frühe Prototyp hatte ein ähnliches Setting und die Prämisse einer Gruppe von Menschen, die auf einem Berg von einer ominösen Bedrohung verfolgt werden. Allerdings war die Besetzung eine andere, es gab keine übernatürlichen Elemente, keinen liebreizenden Psychologen, der uns durch die Story führt und natürlich wurde die Steuerung zu 100% auf den Fuchtel-Controller zugeschnitten. You okay? Yeah, I guess. Der größte Unterschied war wohl, dass die Sicht auf das Spiel aus der Ego-Perspektive erfolgte und nicht wie in der allseits bekannten Version aus einer Third-Person-Perspektive. Quick-Time-Events und andere Minispiele waren allerdings schon enthalten.
Da es die Killer-App für PlayStation Move werden sollte, butterte man natürlich alle verfügbaren Ressourcen in das Projekt und schusterte nicht nur eine komplette Story zusammen, sondern man konnte auch einen großteils voll funktionierenden Prototypen zusammenklöppeln. Die armen Hunde hatten allerdings mit widrigen Umständen zu kämpfen. Die ersten PlayStation Move-Controller, die für Entwickler zur Verfügung gestellt wurden, waren noch mit einem Kabel an das PS3 Dev Kit gebunden. Die größte Herausforderung war es auch, die Totpunkte der Kamera und am Ende auch das Design der Controller so gut wie möglich zu wuppen. Viel interessanter war aber der Unterbau des Spiels. Man griff zwar auf eine bestehende Engine aus dem Hause Studio London zurück, aber vermutlich kommt ihr nie auf die Idee, von welchem Spiel man sich das Gerüst ausborgte. Und falls es eine Hilfe sein sollte, es war nicht The Getaway. Nur zu, ratet mal und ich warte so lange auf euch. London Studio war auch für ein anderes Franchise verantwortlich, genauer gesagt für die Karaoke-Spiele namens SingStar. Und genau diese Engine wurde nun für den Until Dawn-Prototypen verwendet. Ich habe bis heute noch nicht begriffen, wie man eine Engine eines Folterinstrument, wie es SingStar war, für einen Ego-Shooter verwenden konnte, aber die Leute von Sony London haben es irgendwie auf die Reihe bekommen. Insgesamt konnte man in der Ur-Ur-Fassung nicht die Rolle von 8 Personen übernehmen. Stattdessen gab es nur 2 spielbare Charaktere namens Scott Monroe und Chrissy Clark. Und hierzu wollte man auch einen Mehrspielermodus für 2 Spieler entwickeln. Allerdings durften die 2 Spieler nicht gleichzeitig spielen, sondern mussten sich abwechseln, je nachdem welcher Charakter gerade am Zug war. Until Dawn war also als kuscheliger Couch-Kartoffel-Koop-Titel angedacht, mit sehr viel Story und auch einigen interaktiven Spielelementen. Also ein komplett anderes Konzept als das finale Produkt. Jedenfalls war damals schon das Gameplay dank PlayStation Move und der Ego-Perspektive ziemlich immersiv. Alles, also von der Benutzung der Taschenlampe, Drehen von Türknäufen und Lösen von Rätseln, wurde mit der entsprechenden Drehung der Hand umgesetzt. Das gleiche galt auch damals schon für die Quick-Time-Events. Um den Spieler die auszuführende Aktion zu verdeutlichen, blendete man auf dem Bildschirm Spuren ein, die man mit seiner Hand dann nachmalen musste, um dann den Gegner zu packen oder seine Hand wegzuschlagen. Alles funktionierte trotz der technischen Widrigkeiten ziemlich gut. Wie gesagt, war die Story etwas anders. Hello? Dudes! Anyone? Bevor Supermassive das Ruder übernahm, kam Until Dawn ganz ohne übernatürlichen Monster aus. Der Hauptgegner war ein ganz normaler, mysteriöser Killer, der in den Bergen sein Unwesen trieb. Auch die Besetzung der Charaktere war anders. Nicht nur die Namen der Charaktere, sondern es gab auch noch keine Ähnlichkeiten mit Prominenten wie etwa später Hayden Panettiere, die die Rolle der Samantha übernehmen sollte. Oh mein Gott, sie ist hier, Sherlock. Was? Oh mein Gott! Während in der 2015 veröffentlichten Version von Until Dawn das Mädchen Hannah aufgrund eines üblen Streichs in den Wald gelaufen ist, wo sie dann mitsamt ihrer Schwester Beth, die nach ihr suchte, auf einen irren Typen mit Flammenwerfer traf, der die beiden Mädchen dann eine Klippe herunterstürzen ließ, wobei ihre toten Leichen nie gefunden wurden, gibt es in der Version von 2008 einen leichten Unterschied. Noch immer war es eine Gruppe von Jugendlichen, die in den Bergen einen Skiurlaub verbringen wollten, doch Hannah wurde nicht Opfer eines Streichs. Stattdessen wollte sie allein den Neujahrsmorgen in einer verlassenen Kapelle verbringen, um sich den Sonnenaufgang anzusehen. Dort traf sie leider auf einen maskierten Mörder, der sie ebenfalls eine Klippe herunterfallen ließ. Anscheinend war aber der Mord arrangiert, denn in einer weiteren Einstellung gab es einen Parkranger, der einen Koffer mit Geld hinterlassen hat. Die Beweggründe sind unklar. Der Rest der Gruppe machte sich dann wie in der finalen Version auf, um den Mörder zu fassen und kommen dabei auch an Orten vorbei, die der Version von 2015 nicht unähnlich sind. Auch in der Urversion müssen alle Charaktere um ihr Überleben kämpfen und einige werden auch ins Gras beißen. Es gab viele Wendungen in der Story und am Ende auch eine Enthüllung des Mörders, wobei man sich doch nicht sicher sein konnte, ob es sich dann tatsächlich um den wahren Mörder handelte. Und leider werden wir es auch nie herausfinden werden, denn während Sony London noch eifrig an der Story und an der Umsetzung des Spiels arbeitete, sollten sich die Dinge für das Team ganz schnell ändern. Da nach 2 Jahren immer noch keine Ergebnisse erzielt worden sind, zog Sony kurzerhand den Stecker, riss dem Entwicklerstudio London das Projekt aus den Händen und übergab es dann den Leuten von Supermassive, die bis dato eher kleinere Titel und hauptsächlich DLC für Little Big Planet entwickelten. Kurz bevor man die Entwicklung einstampfte, holte man sich sogar extra Mark Simmons an Bord, der zuvor für Climax Studios an Silent Hill Origins und Silent Hill Shattered Memories arbeitete. Aber leider war auch er am Ende keine große Hilfe. Für Sony London war dies definitiv ein heftiger Tritt in die Klöten, da die Ankündigung auch für sie völlig überraschend kam, da das Projekt anscheinend endlich auf der Zielgeraden war. We're all gonna die, Scott. No, no we're not.
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Sony hatte sich hier fast selbst ein Ei gelegt, denn die Neuentwicklung von Until Dawn unter der neuen Führung war nicht minder steinig. Auf der anderen Seite ist es eine unverschämte Schweinerei, dass sich nun die Leute von Supermassive auf ihren Lorbeeren ausholen, denn im Grunde ist das Konzept von Until Dawn nicht komplett auf ihren Mist gewachsen, auch wenn sie selbst an einem ähnlichen Projekt gearbeitet haben. Es war jedenfalls von Sony ein ziemlich respektloser Schachzug. Die ersten Prototypen des neuen Until Dawn waren aber schon sehr vergleichbar mit der finalen Version. Man übernahm auch zu Beginn die PlayStation Move-Steuerung, die in meiner Version noch mehr als kaputt war, tauschte aber einige Elemente der Handlung und alle Darsteller aus. Die offensichtliche Änderung war der Perspektivenwechsel. Anstatt der Ego-Perspektive zog Supermassive die Third-Person-Ansicht vor. Und anstatt einer mehr oder weniger linearen Story wurde Until Dawn nun auch so konzipiert, dass es mehrmals gespielt werden konnte, da die Spieler nicht alle Inhalte in einem einzigen Durchgang sehen werden. Um Änderungen in der Story herbeiführen zu können, baute man das cool klingende System mit dem Namen Butterfly-Effekt ein, bei dem jede Handlungsentscheidung des Spielers theoretisch später unvorhergesehene Konsequenzen haben kann. Wenn der Spieler beispielsweise in einem früheren Kapitel eine Waffe findet, kann er sie später aufheben, wenn eine Verfolgungsjagd in denselben Raum zurückführt, oder man trifft moralisch schwierige Entscheidungen, die mitunter den Tod eines Freundes zur Folge haben. Previously on Until Dawn. Man teilte nun die Story in verschiedene Episoden auf, um den Eindruck einer Fernsehsendung zu schaffen. In der ersten Version war allerdings der Psychiater Dr. Hill noch nicht vorhanden. Allerdings gab es auch schon die, was bisher geschah, Zusammenfassungen vor einem jeden neuen Kapitel. Ist ein Charakter gestorben, wurde sein Gesicht aus dem Gruppenfoto entfernt. Until Dawn verfügte nun auch über ein striktes automatisches Speichersystem, um zu verhindern, dass Spieler eine vorherige Speicherdatei an einem früheren Punkt im Spiel neu laden, sollten sie einen Fehler ungeschehen machen wollen. Die einzige Möglichkeit, die Wahl des Spielers zu ändern, besteht also darin, das Spiel von Anfang an neu zu starten oder bis zum Ende weiterzumachen und ein neues Spiel zu beginnen. Am Anfang wurde versprochen, dass Until Dawn hunderte verschiedene Enden haben soll, aber die Wirklichkeit sah wie immer anders aus. Das Gameplay konzentriert sich auf Erkundung, Quick-Time-Events, das Entdecken von Hinweisen sowie das Treffen von Entscheidungen. Ein neues System sammelt nun alle Hinweise und Geheimnisse, um auch nichts aus den Augen zu verlieren, selbst wenn es mehrere Durchläufe benötigt, um auch alles im Spiel gesehen zu haben. Neu war nun auch, dass man nicht nur zwei, sondern nun acht spielbare Charaktere hatte. In der ersten Version nahm man auch schon wie in der Urfassung von 2008 nur unbekannte Schauspieler für die Motion-Capture-Verfahren, vermutlich auch um Geld zu sparen. Einige Gesichter haben sich aber auch in der finalen Fassung nicht geändert. First things first. Hose. Okay, so, one sock. Pete's sakes, my clothes, really? Im Jahr 2012 kündigte nun Sony auf der Gamescom zum ersten Mal Until Dawn an, damals allerdings noch für die PS3. Leider wurde es dann ganz still um den Titel. Was also ein Starttitel für PlayStation Move werden sollte, schoss über Jahre über das angestrebte Ziel hinaus und da konnte auch der Wechsel des Entwicklerstudios nichts mehr helfen. Das lag in erster Linie aber an der komplett kaputten Engine. Nach einem weiteren Jahr Arbeit kam man dann zum Schluss, dass es wohl einfacher wäre, auf eine neue Engine zu wechseln, als weiter auf einem sinkenden Schiff irgendwelche Löcher zu flicken. 2013 wechselte man dann auf die Decima Engine von Guerilla Games, die auch in Killzone Shadowfall zum Einsatz kam. Es gab nur ein Problem. Ab diesem Zeitpunkt war eine Veröffentlichung für die PS3 komplett ausgeschlossen und man konzentrierte sich nun darauf, das Spiel exklusiv für die PS4 zu entwickeln. Die Arbeit lohnte sich allerdings, da Until Dawn damals wohl eines der schönsten Titel für die PS4 war und auch auf der PS5 macht die Urfassung eine mehr als gute Figur. Das erneute Remaster ist von daher komplett unnötig gewesen. It was just a prank, Han. What did you do? We just messing around, Beth. It wasn't serious. It was just a prank, Han. What did you do? We just messing around, Beth. It wasn't serious. It was just a prank, Han. What did you do? We're just messing around, Beth. It wasn't serious. Aber ich schweife ab. Da nun auch die Popularität von PlayStation Move im Jahr 2014 auch nicht mehr die größte war, hat man sich ebenfalls dazu entschlossen, alte Zöpfe abzuschneiden und die Bewegungssteuerung in Rente zu schicken. Allerdings nicht ganz. Denn einige Elemente wurden auf die damals neuen Fähigkeiten des DualShock-Controllers der PS4 übertragen. Jedenfalls wurde im Sommer 2014 Until Dawn ein zweites Mal angekündigt. Allerdings sollte es noch ein ganzes weiteres Jahr dauern, bis der Titel endlich veröffentlicht werden konnte.
Die zusätzlichen Monate nutzte man für neue Motion-Capture-Aufnahmen und um den ganzen Kram rund um die moralischen Entscheidungen und den sozialen Beziehungen zwischen den Charakteren einen besseren Rahmen zu verpassen, baute man noch die Zwischenkapitel mit dem Psychologen Dr. Hill ins Spiel ein. Fertig war dann am Ende die perfekte Blaupause für die Dark Pictures-Serie, mit der Supermassive supermassiv Erfolg einheimsen konnte, den sie im Grunde gar nicht verdient haben. Until Dawn war damals unglaublich erfolgreich und um die Geschichte des Sanatoriums auch besser zu verstehen, solltet ihr den PSVR-Titel The Inpatient aus dem Jahr 2016 spielen, der quasi das Prequel zu Until Dawn darstellt. Das Spin-off Rush of Blood von 2018 kann man aber getrost sein lassen. Dank all dem Erfolg und dem erneuten Remaster für die PS5 ist es aber leider so unglaublich schade, dass man komplett vergessen hat, wo die Entwicklung von Until Dawn seinen Anfang nahm. Es ist im Prinzip nicht ein Remaster eines PS4-Titels, sondern eigentlich ein Remake-Remaster eines Spiels für die PS3, das aufgrund beschissenen Entscheidungen Sonys und vielen Hindernissen in der Entwicklung damals leider nie das Licht der Welt erblickte. Und man sollte auch niemals nicht die unglaubliche Vorarbeit von Sony London vergessen, denn ohne der harten Arbeit des nun längst geschlossenen Entwicklerstudios gäbe es weder Until Dawn, noch den großen Erfolg von Supermassive. Und nachdem ihr heute wieder mal was gelernt habt, geht nun raus in die Welt und verbreitet euer neues Wissen, so wie es sich für echte Kackbratzen gehört. Ihr seid die Besten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.